Hallo und herzlich willkommen zum Qualify in Österreich. Ich habe überhaupt nicht vergessen, die Aufgaben zu starten. Nein, nein. Let's go, Boys! Ich bin wieder da! Mein Kuchen ist am Start. Muss ich jetzt hier mal gerade so sagen. Aber Alex Von der letzten fehlt und Folge. Von Bass der ist letzten ruhig. Folge. Ja, jetzt muss er wahrscheinlich erstmal. Bass muss. Sebastian Vettel muss sich halt konzentrieren hier. Ich gebe Gas, ich gebe Gas. Und Bass muss vor allem auch Leistung zeigen, weil es hat sich herausgestellt, dass er mit Abstand der Schnellste hier ist. Sie. Ich glaube, die größte Herausforderung für mich ist es, das ganze Rennen durchzuhalten heute. Echt, warum? Ich bin so Ibuprofen bekifft. Kennst du das? Echt nicht? Nee. Bin die Wieso Nacht wach geworden, nimmst du denn Schmerzmittel? Wegen Migräne oder was? Ich bin die Nacht wach geworden, hatte mega krasse Kopfschmerzen gehabt. Dann Ibuprofen genommen, bin dann nochmal irgendwann eingepennt und ja, wird so quasi die Nachwirkung davon, dass du einfach so ein bisschen groggy bist. Nee, nee, habe ich nicht. Gas geben in Österreich grenzwertig. Ja. Boah. Alter, der ist richtig mies. Holy Boah, shit. Robin, ey. Sowas kommt halt auch nur von Robin. Holy Nee, fuck. also. So, Hot Lap. The fuck? Let's go. Als ob du schon wieder Elo-Trans drin hast, Robin. Hot Lap. Jetzt hab ich schon eine Hotlap Viel seit. Glück. Viel Glück, ich bin noch hinter Bass. Ja, ich aber jetzt nicht. Du hast Verkehr. Vielen Dank für die Donation. Ich kann jetzt nicht nachsehen, wer das war. Ich kann es mir aber denken. Vielen lieben Dank. Pfui, danke. Runde kann ich schon wieder vergessen. Da sei trotzdem schön. Dito. Ich lasse dich vorbei. Das gelbe Acker vorbei. Das war nicht Fuki. Ich hab's gerade nicht gesehen. Bist du das hinter mir, Daniel? Turn 2 gerade raus. So, ich gehe hier noch mal eine schnelle, Marvin. Dass du Ja, ich Bescheid lasse dich dann weißt. auf der langen Geraden vorbei. Aber weiß nicht, ob ich bis da, dich bis dahin eingeholt habe. So, jo. Na, ich hatte einen dicken Querstern in Turn 1. Okay, ich habe irgendwo 1,5 Sekunden in 10 Minuten gefunden. Ich würde gerne wissen, wo. Bass ist es ohne Ende der Leute auf der Strecke gerade gefahren, direkt hinter mir. Ja, Ferrari ist halt nicht so gut. So Ich habe freie generell. Bahn nach vorne. Also relativ frei. Oh mein Gott, vielen Dank. Oh mein Gott, das ist dumm. Was los? Gerade schlecht. Yo, Alter, deine Sektorzeiten. Treib. Letzte Kurve verkackt. Bist nicht in den Top 3? The fuck? Letzte Kurve verkackt, zu früh eingelenkt. Ach, hat sich dann voll nach links zur Seite versetzt. Na. Ja. 1,91. Muss mal auf frischen Reifen raus. Also ich muss mal sagen, ich habe eben eine Donation gekriegt. Mit dem Text nach 300 Metern links abbiegen und sie dann den Streckenverlauf für 8 Kilometer.
Ich habe leider nicht gesehen, wer es war. Ich kann gleich nachgucken, aber vielen lieben Dank. Das ist bescheuert, ey. Vor allem die Vorzählerstimme hört sich ja auch an nach Navi. Oh, Daniel auf Supersoft gefahren. Oh, shit. Da fuck? Was für eine Zeit? 1,66. Hallo? Ja. Hallo. 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 Habt ihr mich gehört? Nein. Ich hab gesagt, wieso musst du das direkt rumschreien? Natürlich muss ich das direkt rumschreien. Irgendwas ist hier gerade los. Bas, du wärst tatsächlich langsamer gewesen, selbst wenn du den Sektor verkackt hättest. Nicht verkackt hättest, ja. Ich bin jetzt wieder auf meinem Weg nach draußen. Ich gehe nämlich davon aus, dass Bass schneller sein wird. Und ich muss noch schneller werden. Na, poker ich oder poker ich nicht? Ich hoffe mal Safety Car. Kommt Bass jetzt auch auf die Roten, oder was? Henry Ricardo ist letzter. Mit 10 Sekunden Abstand. Österreich, ne? Österreich, ja. Österreich. Nee, wir fahren. Keine Ahnung was. Nein, du kannst mir ja jetzt zugucken, weil ich. Nö, wobei ich. Ich geh jetzt auf Ultrasofts. Du gehst auf Ultrasofts raus. Oh, denkst du wirklich? Warum bist du denn auf den Roten gefahren? Just in case. Einfach nur, um damit, wenn ich jetzt verkacke, dann. Hab ich halt eine gute. Wenn du die Runde verkackst, willst du dann auf den Roten starten, oder was? Genau. Ist die KI eigentlich schnell genug, um an dir vorbeizukommen? Nö. Eine 7 oder 8 Zehntel langsamer als ich. Da fuck sind die lahm, ey. Das haben wir doch gesehen. Wir waren irgendwie nach 6 Runden oder so, waren wir schon 10 Sekunden weg. Warte mal, ist Bass hinter mir? Turn 2 gerade raus. Ja, gut. Wo bist du denn da? Warum ist man ERS in der Outlap auf 5? Weil du damit so in die Box gefahren bist? Ne, ich hab ja auf Auto. Dann machen wir es eigentlich nicht auf 5. Warum hast du auf Auto? Boah, was? Du fährst die ganze Zeit auf Auto? Weil ich zu faul bin. Das ist ja richtig. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das gibt. Ich hab's die ganze Zeit immer auf Manuel. So. Hoffen wir mal, dass jetzt keiner rausfährt. Na, noch habe ich mein Ziel nicht erreicht. Zur Hölle. So, schnelle Runde, Edzeller. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall. Eigentlich ein guter Kurvenausgang. Das war jetzt der schnellste Weg in die Box, den ich bisher hatte. Anderthalb Runden. Was war das? Was kommt da jetzt für eine Zeit? Ui! Er kommt nicht vorbei! 1,58. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden absolvieren. Bas, du bist das einzige Fahrzeug auf der Strecke. Und der fährt Purple im ersten Sektor, und zwar heftigst Purple. Regen. Spaß. Der Championship Leader. Boah,
Es gibt jetzt eine Rundenzeit, ach du Scheiße. Oh. Fuck! Das wäre eine 1054 gewesen. Ja. Du hast kein Benzin mehr für eine Runde, oder? Nee. Alter, du kannst. Aber er hat noch einen dritten Satzreifen. Du hast Purple im ersten und im zweiten. Ich weiß. Aber es war nicht geplant, dass ich die letzte so cutte. Ich wollte halt vernünftig durchfahren, hab zu früh eingelenkt. Und dann hat das Auto dir voll zur Seite gesetzt. Aber das genau. ist eigentlich auch gut gemacht, so dass du da nicht so krass schneiden kannst, dass du dann ja. durch. Du kannst halt so weit schneiden, wie es die Strecke zulässt. Und dass du halt immer zwei Reifen auf der Strecke hast, bist du weiter, fliegst nach links. Daniel sitzt in der Box. Er fährt doch nicht auf den Ultras, vielleicht. Er taktiert zeitlich rum und ich bin deswegen so richtig auf 180, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich kann jetzt schlecht rausfahren und jetzt eine schnellere Zeit mit meinen Runden setzen. Das ist schwierig. Es geht nicht. Outlap. Ich probiere es nochmal. Ich war gerade nur 0,5 schneller. Das hätte nicht gereicht. Ich habe einen Fehler drin gehabt, deswegen. Na, Bas ist bisher nur eine 1,058 gefahren. Also. Ja, das ist halt schon mal eine gute Zeit eigentlich. Aber die 7 kriege ich auch. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch schneller werde. Ich bin sehr inkonstant heute. Ich fände das lustig, wenn ihr euch am Start raushaut. Dann hätte ich einen Free-Win. Sagt das nicht. Ich fände das lustig, wenn ich dich raushaue, dann hat Marvin einen Free-Win. Mich? Wieso denn mich? Weil sinnvoller ist es, wenn ich Marvin raushauen würde. Wenn, dann kickt Daniel mich raus, wenn er von hinten kommt. Alex kickt uns alle raus. Alex macht das. DDoS incoming. So, Marvin, schau dir an, wie ich jetzt deine Zeit knacke. Das mache ich tatsächlich gerade. What's up? Ja, klar. Richtiger Stalker hier. Guck mal, ich fahre die ganz gechillt, diese Kurve hier. Was ist auch auf der Outlap? FIE? Ja, es reicht auf jeden Fall für mehr als zwei Runden. Du hast hinter mir, Daniel? Ja. Fährst du schnell? Ja. Okay, ich lasse dich hier nach durch. Muss ich da noch irgendwas sagen? Das war der schlechteste Stelle ever. Da komme ich immer so weit raus. Das kann ich doch nicht wissen. Hat Bass jetzt Schaden am Frontflügel? Nein. Das wäre so mies, tut mir leid, aber das. Keine Ahnung, der kommt. Aber Daniel, machen. Du hast Schaden am Frontflügel, oder? Nö. Ich habe ihn aber mit der Seite. Keine Gridstrafe. Ich habe Teile weggefahren. Nee, ich bin in den Seitenkasten gefahren. Oh Mann, wie sah das für dich aus? Es sind Teile weggefahren. Fassbar, also ich war komplett neben der Strecke. Ja, ich war mit zwei. Schnell. Ja, das war's dann. Gut, dass Marvin das auf Kamera hat. Ich auch. Jetzt bist du da hinter mir, Daniel, oder? Fährst du noch eine? Nee. Kommen wir mit dem Benzin noch raus.
Habe ich so viel Zeit verloren? Genau die gleiche Rundenzeit. Da hat sich jemand verschaltet. Wenn Bass jetzt trotzdem eine schnellere Zeit hat. Alter, mit Überrundung. Ernsthaft? Er muss noch jemanden überholen im letzten Sektor. Und 1,54. Alter, ihr habt beide nochmal zugelegt. Alter, GG, nicht schlecht. Oh. Mach Platz, was? Vettel! Mach Platz, Räikkönen! Oh, meine Runde ist invalidated. Ah ja, ist klar. Warum? Ich bin in der ersten Kurve zu weit rausgekommen. Sie ist invalidated. Boah, Jungs. Geiles Qualifying. Das war schon wieder komplett... Boah, kurz vor knapp. Ich hab die letzte Kurve verkackt, genau wie du, Bass. Sonst wäre ich auch in die... Alter, 1:16:1 im ersten Sektor. Wie hast du das geschafft? Eine 16:1, meinst du? Mhm. Ich hatte einen ziemlich guten Ausgang in Kurve 1 und 2, muss ich sagen. Na. Puh. Und Alonso hat mir auf der kurzen Geraden im dritten Sektor noch ein bisschen Windschatten gegeben. Ja, wow. Sein Teammate. Nice. So, also die Zeit, die ich in der vorletzten Kurve verloren habe, habe ich vorher mit dem Windschatten rausgeholt. Das war schon okay. Ah, ich denke. So. Die Zeit war holbar, wenn ich nicht die erste Kurve verkacken würde. Puh. Guck dir das an, ich bin irgendwie so alleine. Ihr beide seid so in der Nähe, dann komm ich und dann kommt der erste Bots. Ich bin nicht wirklich in der Nähe von Bass, aber okay. So, jetzt kann ich nachgucken, wer hier eben mein Navi gespielt hat. Nach 300 Meter links abbiegen, 8 Kilometer folgen. Das war echt mega lustig, muss ich sagen. Das war 10 ja. out of 10 Memes. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Qualifying gefallen mit einem absolut verrückten Crash von Daniel. Macht's gut. So, ciao, ciao. Wieder.